Fraktion Die Linke und das übernimmt Frau Baku. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, in wenigen Wochen findet in Dresden wieder der Christopher Street Day statt, eine seit den 70er Jahren internationale und globale Tradition. Die Kernbotschaften des Christopher Street Days sind in Dresden ebenso wie andernorts die Forderung nach gleichen Rechten für Lesben und Schwule, der Kampf gegen Diskriminierung und insgesamt die Einforderung von Akzeptanz und Respekt gegenüber Minderheiten in der Gesellschaft. Mittlerweile ist es auch gang und gäbe in der ganzen Bundesrepublik, dass die Regenbogenfahne vor dem Rathaus gehisst wird und damit eine offizielle Solidaritätskundgebung für die Anliegen des CSDs zu signalisiert werden, also der Kampf gegen Diskriminierung und das Eintreten für Respekt und Akzeptanz gegenüber Minderheiten. Herr Hilbert, in den vergangenen Monaten haben Sie sich sinngemäß immer wieder so geäußert, dass Sie Dresden als weltoffene und tolerante Stadt präsentieren wollen. Daher möchte ich gerne in diesem Zusammenhang an Sie die Frage richten, ob Sie in diesem Jahr vor dem Rathaus in Dresden die Regenbogenflagge hissen werden als ein wichtiges Symbol, eine offizielle Solidaritätsbekundung der Stadt für die Rechte von Minderheiten einzutreten. Liebe Frau Baku, alle Jahre wieder kriege ich diese eine Frage oder wir als Stadt und verweisen alle Jahre wieder, dass es da eine Verwaltungsvorschrift für die Beflaggungsordnung in Sachsen, im Freistaat Sachsen für die Dienstgebäude gilt, an die wir uns auch halten. Wir haben aber auch letztes Jahr mit dem Veranstalter, ich glaube, auch einen guten Kompromiss gefunden, andere Fahnenmasten, die in unserer Zuständigkeit liegen, in dem Falle damals am Theaterplatz, zur Verfügung zu stellen und sind im Moment in der Prüfung, da wir ja nur ein paar mehr noch haben, also zum Beispiel auf der Hauptstraße wieder, was wir dieses Jahr gemeinschaftlich dann zur Verfügung stellen können, aber im Rathaus wird es nicht sein. Da möchte ich da gerne noch mal eine Nachfrage stellen. Also, dass man die Flagge vom Rathaus hisst, hat ja nun mal diesen symbolischen Wert. Das ist ja deutlich mehr, als jetzt die Hauptstraße zum Beispiel als Ausweichstandort zu nehmen. Sie verwiesen gerade auf die sächsische Beflaggungsverordnung. Da kennen Sie sicherlich auch Punkt 3, Absatz 3, der besagt, dass Flaggen aus örtlichen Anlässen in den kreisfreien Städten, was Dresden ja ist, durch den Oberbürgermeister angeordnet werden können. Das wären ja in dem Fall Sie. Das heißt, die Städte Leipzig, Chemnitz und Pirna machen das ja auch. Es ist sogar mit der sächsischen Beflaggungsverordnung möglich. Auch das haben wir schon tausendfach diskutiert, wie viele Anträge wir in der Vergangenheit nach solchen Wünschen haben. Und wir haben da kategorisch gesagt, nein. Und dabei bleiben wir auch. Okay, vielen Dank.